Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part wurde es wirklich extrem heiß, also noch viel heißer, als es eigentlich eh schon ist. Denn hier in der Nähe der Nordmine, genau, oder eigentlich direkt bei der Nordmine, da brauchen wir jetzt nämlich sogar schon Brandschutz Level 2, weil wir ansonsten dann auch abfackeln würden. Also hier sind wirklich keine arg menschenfreundliche Umgebungen mehr, muss man hier ehrlich gesagt zugeben, aber trotzdem, Link hält es schon irgendwie durch. Und wird hier irgendwie hoffentlich durchkommen ans Ende. Jetzt gleich wollen wir nämlich noch weiter da nach oben gehen. Weil erstmal ist dort nämlich irgendwo ein Schrein in der Nähe, mit mir angezeigt wird. Eventuell gleich da dahinter oder sowas. Ich komme nicht raus. Ah, okay. Der ist ein eingesperrter Typ. Ja, wir warten mal noch ein bisschen. Der ist da eingesperrt, weil der will ja die Rückenschmerzmedizin dem Chef geben. Aber offenbar kommt er noch nicht mehr raus. Ja, ich werde dir gleich helfen, Kollege. Ich will mir aber noch kurz hier außenrum noch schnell umgucken. Wir haben ja Zeit, ne? Ist ja nicht so, als würde hier alles total bedroht sein durch Wakutan. Nee, 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 wir haben schon Zeit. Keine Sorge. Mal noch kurz auf die Spitze klettern und gucken, ob ich da noch irgendwas entdecken kann. So. Aber ist dann gleich, wären wir dann wenigstens... Aha, hier ist nämlich ein Croc. Ja, okay. Und wie jetzt wirklich hier ein Croc überhaupt ansatzweise überleben kann und wieder nicht sofort in Flammen aufgehen kann, das habe ich absolut wirklich keine Ahnung. Deswegen, du hast nur das verdient, Kollege, für deine Unlogik, die du hier verbreitest, weil das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber ich meine, habe ich ja schon mal erwähnt, vielleicht ist das Holz, aus dem die Crocs bestehen, ein ganz besonderes Holz, das nicht brennt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also eventuell werden wir es dann gleich lernen, wie ich diese Dinge hier zerstören kann. Ich kann gar nicht mit dem reden. Ja, ich weiß, dass du nicht rauskommst. Hm. Ja, ist okay. Ja, Bomben helfen doch nichts, oder? Nee, eben nicht. Hä? Habe ich irgendwo eine Kanone? Ne, die schießt daneben. Hm. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, wie man die Kanonen wirklich ganz sinnvoll gebrauchen kann. Ich meine, wir haben im letzten Mal eben mit diesen Kanonen auch schon ein bisschen rumexperimentiert. Aber mein Problem war damals eben, oder was ist damals, im letzten Part halt, dass ich die nicht drehen konnte oder ich keine Möglichkeit gesehen habe, um die zu drehen. Aber eigentlich muss es doch irgendwie gehen, dass man die drehen kann, weil anders kann es ja gar nicht sein. Aber kann ich doch nicht, ich verstehe das nicht. Hm. Ich kann es mal nochmal machen, aber was bringt's mir? Hm. Das ist irgendwie komisch. Kann ich vielleicht dann... Ja, das Problem ist ja, ich meine, ich muss ja auch die Bombe zünden. Kann ich vielleicht dann den Felsen in der Luft anhalten? Stasis? Und dann woanders hin bewegen, das macht auch irgendwie wenig Sinn, ne? Hm, wenn ich diese Kanone hier irgendwie drehen könnte und ein bisschen weiter nach rechts ausrichten könnte, dann könnte ich diese Felsen da treffen und den Weg für Yunobo freimachen. Aber ich habe halt keinen blassen Schimmer, wie ich das Ding hier drehen kann. Das stört mich total, aber ich meine, offenbar muss es eine Möglichkeit geben, das zu drehen. Aber ich verstehe es, ich habe doch schon alles probiert, oder nicht? Ich verstehe es echt nicht. Gibt es hier irgendwo nicht doch einen Schalter oder Hebel? Ich meine, dieses eine Ding da, das hier, das sieht ein bisschen aus wie ein Hebel. Aber ich kann mit dem nicht interagieren, in keiner Form. Draufhauen? Ach, draufhauen kann ich. Ja, natürlich das Einfachste von allem. Einfach draufkloppen habe ich nicht probiert. Sehr gut. Okay, wenn ich nochmal drauf... Nee, wie kann ich denn nicht anhalten? Achso, nee, okay. Ich muss mit richtigem Timing schießen. Okay. Na gut. Ja, das habe ich mir schon häufiger gedacht, eben, dass es eine Art Hebel ist, aber man hat in keinem anderen Zelda-Spiel jemals und auch in diesem bisher nie einen Hebel dadurch betätigt, dass man draufgehauen hat. Da hat man immer A drücken müssen und damit interagieren müssen oder so. Deswegen habe ich das gar nicht erst in Betracht gezogen, dass es geht. Aber doch, es geht. Okay, haben wir das wenigstens geklärt. Also sorry, dass ich da im letzten Part ein bisschen unwissend war. Und das passt, okay. Dass ich da ein bisschen unwissend war. Aber das habe ich eben nicht erwartet, weil das ansonsten noch nie der Fall war. Habe ich jetzt eben schon. Was hat denn der da gerade gehabt? Ein Schutzschild? Okay. Wenigstens weiß ich jetzt Bescheid, was ich dann mit den anderen Dingern hier noch machen muss, weil wir haben noch mehrere von denen gesehen. Da unten ist noch einer und dann da hinten war auch noch irgendwo eines von den Stellen. Ich weiß aber gar nicht mehr wo, aber irgendwo da hinten war noch ein weiteres. Und die werde ich dann auch kaputt schießen, indem ich halt die Kanonen drehe, indem ich auf den Hebel einfach drauf kloppe. Ach man, ey. Und dann können wir die noch kaputt machen und sehen, was da darunter sich befindet. Okay. So, keine Angst mehr, wir haben dich befreit. Ovi, Ovi, ist doch alles gut, ist alles gut. Gibt's sogar Voice Acting jetzt? Gleich. Ovi, 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 Ovi. Hm? Ja, ein fieses Monster! Rettet mich, ich will nicht sterben! Yunobo, geronnen, Junge. Okay.
So rein vom ersten Eindruck mochte ich das Sidon schon mal lieber, ehrlich gesagt. Weil der wirkt eher so ein bisschen wie ein Feigling und wie ein Idiot halt. Ich meine, man muss auch zugeben, dass dafür er vielleicht dann eine coolere Charakterentwicklung mitmachen wird. Vielleicht wird er am Ende sich dann als total mutiger Kerl herausstellen, obwohl er eigentlich nur so ein Angsthase ist. Vielleicht wird das so sein. Ja, du brauchst keine Angst mehr haben oder so, keine Ahnung. Aber ich trotzdem vom ersten Eindruck mochte ich das Sidon irgendwie lieber, der war viel cooler. Aber gut, erstmal gibt's hier Truhen, die ich mitnehmen will. Und zwar weitere 50 Rubine. Mhm. Und 10 Eispfeile, sehr gut. Dann hier ist noch ein Steinspalter und ein Eisenhammer, aber ich habe genügend von dem Zeug, deswegen das brauche ich nicht. Na, das ist noch ein 20, werde ich mal gleich noch holen. So. Das ist ja ein Hylianer. Hast du etwa den Fels zerbrochen und mich gerettet? Vielen, vielen Dank. Was machst du denn an einem Ort wie diesem? Ich suche Yonobo. Oh, so ist das. Der Chef hat dich gebeten, mich zu suchen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Haha, ich bin so froh, dass du hier bist. Yonobo, das bin ich. Also eigentlich heiße ich Yuno, aber so nennt mich keiner. Ich wollte hier das Schmerzmittel für den Chef holen. Da kamen Lavabrocken runter und haben den Eingang versperrt. Sag mal, wie hast du denn diese Felsen zerstört? Kanonen vom Chef. Mit den Kanonen vom Chef? Die sind doch so schwer zu bedienen, dass außer dem Chef das niemand hinkriegt. Ah, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Der Chef braucht dringend sein Schmerzmittel. Mhm. Tut mir leid, aber ich muss los. Komm doch später auch mal beim Chef vorbei. Ich bin sicher, er will dir danken. Oh, also dann bis später. Link, geh bitte noch nicht zurück. Ich will mich noch umgucken. Okay. Gut. Neuer Zielpunkt. Mhm. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass dann auch, nachdem wir jetzt schon hier die Kanonenmechanik beigebracht bekommen haben, dass wir dann auch selber die Kanonen abschießen dürfen und dann eben auf Varudania zielen müssen, was dann um einiges schwieriger wird, weil Varudania ist zwar ein großes Ziel, aber er bewegt sich im Gegensatz zu den anderen Felsen, die einfach nur ruhig rumstehen. Deswegen, es wird dann gar nicht mal so einfach werden. So, jetzt mal kurz gucken. Die anderen Felsen waren da unten und hier ist eine entsprechende Kanone. Und die wird wahrscheinlich dafür zuständig sein, um diese Felsen da unten kaputt zu machen. Und da ist dann eventuell ein Stein darunter und dann halt ein Croc oder eine Truhe oder sonst irgendwas. Und das will ich auf jeden Fall kurz überprüfen, nachdem ich jetzt weiß, wie es geht. So. Okay, wieder mal Timing. Jetzt. Okay, nee, ich brauche ja kein Timing. Die hält nämlich einfach genau hier an. Das ist sogar noch besser. Ah ne, ist einfach nur ein Luftstrom, um leichter nach oben zu kommen. Okay, ich werde mal trotzdem in den reingehen, weil eventuell ist ja da am Boden noch irgendwas anderes. Ich meine, hier ist ja auch noch ein Schrein, müssen wir bedenken, ne? Wo ist denn der eigentlich? Ist er dann eher da hinten? Eigentlich muss hier wirklich ganz in der Nähe einer sein, oder? Weil es schlägt ja schon um einiges aus. Ich gehe mal noch mal kurz hier ein bisschen weiter in die Richtung. Ich müsste ihn ja eigentlich auch sehen können. Wenn ich nämlich hier weiter... Ja ne, schlägt immer noch aus. Ah, vielleicht hier am Ende von den Schienen. Da innen drin, da ist ein Schrein. Da bin ich mir relativ sicher. Weil genau da zeigt nämlich auch der Schreindetektor hin. Genau, wenn ich nämlich hier geradeaus laufe, dann schlägt er am meisten aus. Wenn ich hier so hinlaufe, dann nur so halb. Und auch hier nur so halb. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall da drin. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall mit den Schienen da entlang fahren. Und es dann den Schrein am besten sofort nachholen. Auch wenn das halt eigentlich erst ich später machen wollte, wenn ich hier außen rumlaufe, hier bei der Krabinsel. Aber trotzdem, das bietet sich an, weil Schreine sind immer cool. Und deswegen machen wir das dann noch. Okay. Aber kurz zuvor will ich noch die anderen Felsen zerstören, die hier noch irgendwo waren. Ich muss noch mal genau gucken, wo die waren. Aber ich meine, so viele Inseln gibt es jetzt auch wieder hier nicht. Werde ich also schon finden. Man kommt hier relativ geschickt von A nach B. Da hinten ist nämlich genau. Von A nach B mit den Luftströmen hier eben. So. Und da hinten war doch auch eine Kanone. Genau, da hinten ist auch eine Kanone. Mhm. Und die benutze ich jetzt dann gleich, um diese Felsen hier wegzuspringen. Das dürften dann auch schon die letzten gewesen sein. Ich glaube, ich habe keine weiteren hier gesehen, ne? Ich meine eigentlich nichts. Okay. So. Dürften wir eigentlich auch treffen, aber ich glaube, hier muss ich wieder mit Timing zielen. Oder halt schießen. Weil die nämlich dann, glaube ich, nicht genau da anhalten. Nein, ich wollte nicht werfen. Ich wollte ablegen. Weil die nämlich nicht genau daran anhalten wird, würde ich mal schätzen. Aber vielleicht auch doch. Mal gucken. So. Und jetzt. Bam. Sehr gut. Okay, das ist kein Luftstrom. Also irgendwas anderes wird da jetzt sein. Ich bin sehr gespannt. So, wir finden da... Ah, seltene Erzbrocken. Okay. Auf jeden Fall nicht mit Bomben, sondern hier so kaputt machen. Bernstein, Feuerstein, Bernstein, Topaz und Rhodonit. Okay. Eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen. Gut, dann haben wir, glaube ich, hier soweit alles gesehen tatsächlich. Mhm. Und können dann hier die Schienen ein bisschen entlang fahren. Werde ich auch dann wirklich gleich machen. Ich kann auch gleich wieder mich ein bisschen umziehen. Weil wenn ich hier wieder weg bin... Dann brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr Level 2 Schutz, ne? Das war doch, glaube ich, wirklich genau hier, wo wir auch dieses Gebiet betreten haben, wo ich dann
Level 2 gebraucht habe. Und okay, mit der Kanone hier hätte ich auch schon das Lager da zerstören können. Okay, also ich hätte mich im letzten Part auch, wenn ich das schon gewusst hätte mit den Kanonen, hätte ich da auch ein bisschen geschickter die ganzen Gegner umbringen können. Nämlich nicht mit meinem eigenen Arsenal, mit meinem Pfeilen oder so. Ich hätte einfach Bomben oder halt diese Felsbrocken auf sie schießen können mit den Kanonen. Und das wäre auch und sogar besser gegangen. Aber na gut, haben wir im letzten Part trotzdem auch geschafft. Und viele Rubine sind hier in den Krügen. Ich sollte wirklich alle möglichen Krüge zerstören, weil das ist ziemlich lohnenswert hier. Okay. Ist hier jetzt eigentlich immer noch Level 2? Brandschutzgefahr. Machen wir mal kurz ablegen, einfach so. Ne, nicht mehr, okay. Dann, machen wir hier wieder das Barbaren-Ding. Okay. Ja gut, andererseits, wenn ich jetzt gleich dann hier entlang fahre, dann brauche ich es ja doch wieder, ne? Ja, okay, dann werde ich es doch mal wieder lassen. Ich glaube, ich sollte es jetzt länger mal lassen, dass ich hier Level 2 habe. Weil bestimmt auch noch später dann in heißere Gebiete auch noch kommen werden, halt in der Nähe vom Todesberg auch. Wow. Ah, ne, er bricht wieder aus. Okay, schön einfach nach oder hier ein bisschen verstecken einfach, weil hier habe ich ein bisschen ein Dach über meinem Kopf, genau. Okay, ganz ruhig bleiben. Alles mit gut, Link. Und das war's auch schon. Okay. Also so häufig bricht er gar nicht mal aus. Und man kann ja auch relativ einfach ausweichen, deswegen ist das eigentlich kein Ding. Okay. So, dann kurz hier den Weg hier entlang gehen. So. Okay. Dann wieder kurz Stasis. Mhm. Und jetzt mal ein bisschen ordentlich draufhauen. Machen wir am besten kurz den Zwirbler vielleicht. Oh Gott. Jetzt geht's ab, Leute. Hui. Okay, ich habe sogar erwartet, dass es noch schneller wäre. Aber es ist trotzdem ziemlich cool. Das Schöne ist auch, dass das Ding eben auf Rädern... Ah, das ist ein Croc. Dass das Ding eben auf Rädern ist und deswegen auch nicht so schnell seine Beschleunigung verliert. Komm ich da hin? Na, ist jetzt schwierig. Na, es bewegt sich ein bisschen zurück noch. Kann ich da drauf? Na, ich habe jetzt Angst. Ich will eigentlich mir den Croc schnell holen, wenn ich schon hier in der Nähe bin. Ich meine, hier ist einfach rüberfliegen, schaffe ich glaube ich nicht, oder? Kann ich ja auch so bewegen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Na, ich versuch's mal trotzdem. Oh Gott, das wird eng. Kletter, 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 okay. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Okay, nur ein Ziel. Das ist, okay, ich muss aber hier stehen, genau. Nur ein Ziel ist aber einfach. Ja, gut, aber es bewegt sich ziemlich wahnsinnig. Gibt's ein Muster in den Bewegungen? Er ist aber schon, glaube ich. Shit. Okay, hier ein bisschen. Ja, es gibt ein Muster. Er fährt immer denselben Weg ab. Das war ein chaotischer Weg, aber es ist immer derselbe an sich. Okay. Dim, dim, dim. Yay. Und der nächste total unlogische Croc hier. Aber na gut. So, wie komme ich jetzt wieder zurück, ist die Frage. Weil von hier aus schaffe ich es nämlich nicht. Behaupte ich mal. Ich müsste ein bisschen höher eigentlich. Von da aus vielleicht. Ja, ich muss mal kurz hier nach oben klettern. Ich wollte ja eigentlich diese Seite von dem ganzen Vulkangebiet hier, wo wir gerade... Ach nee, hier bin ich. Auf der Seite hier. Ne, das ist sogar dann halbwegs okay, wenn ich hier bin, würde ich sagen. Aber trotzdem, das will ich eigentlich auch erst später erkunden. Aber ich muss halt jetzt kurz hier hoch, um dann wieder irgendwie zurückzukommen, weil ich halt schon den Schrein ganz gerne machen will eben. Kann man den schon sehen von hier aus eigentlich? Ne, das ist ja da hinten dann erst. Okay. Aber von hier aus komme ich aber hin, behaupte ich mal. Weil hier bin ich ein bisschen höher. Ja, das schaffen wir. Okay, von da unten aus hätte ich es eventuell nicht geschafft, aber von hier aus schon. Und rein mit dir. Okay, gut. Dann weiter geht's. Wieder mal Zwirbler-Action. Oh, zerbricht sogar. Okay, wow. Ja, das verbraucht natürlich schon ziemlich viele Waffen, wenn ich da mal draufhaue, ne? Das stimmt natürlich. Gibt's eine andere Möglichkeit? Achso, ich kann vielleicht wieder... Da ist wieder so eine Mulde. Hm. Vielleicht kann ich da wieder eine Bombe reinwerfen. Wo bin ich jetzt hier? Hier so. Ja, aber den Ort will ich eigentlich auch erst später erkunden. Wenn wir dann hier eben einmal so ringsrum um den Todeskrater gehen. Ne, das machen wir erstmal nicht. Erstmal nicht. Ja, eventuell kann ich da unten eine Bombe reinwerfen. In diese Mulde. Weil die sieht genauso aus wie die Kanonenmulden, aber... Dann wäre ich doch selber weggesprengt, oder nicht? Hm. Ich probier's mal. Oh Gott, das ist eine schlechte Idee. kann ich mal ein Schild irgendwie zücken? So, und jetzt die Bombe zünden. Okay, geht. Habe ich auch mal ein Schild gebraucht? Ja, vielleicht braucht man, und da hinten ist der Schrein, genau. Vielleicht braucht man dafür auch doch gar kein Schild, aber es wirkt irgendwie komisch. Ich meine, die Explosion ist da ein bisschen weiter unten, als man vielleicht meinen mag. Aber trotzdem, ich probier's mal nochmal jetzt. Ich nehme keinen Schaden. Wow, ich nehme nur Schaden, wenn das Ding sich zu schnell bewegt und springt. Okay. Also die Bombe nehme ich keinen Schaden. Interessant. So, da sind wir. Und hier ist der Shoraha-Schrein. War das ein Nebenquest-Schrein? Wenn ja, dann müsste es ja jetzt dann gleich dran stehen, dass ich irgendeine tolle Nebenquest abgeschlossen habe. Selbst eine, die ich noch gar nicht angenommen habe.
Nee, ist kein Nebenquest-Schrein. Okay. Dann heißt es quasi im Klartext, es ist ein cooler Schrein, oder? Ich bin gespannt. Eventuell wird es auch ein Kampfschrein, aber da hatten wir jetzt sogar auch schon länger keinen mehr. Deswegen, das fände ich sogar auch in Ordnung. Mal gucken. Uiuiui. Das sieht nach coolen Rätseln aus, mit Wasser nämlich hier. Und Lava. Oh ja, und Metall. Japp, 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 der gefällt mir jetzt schon. Okay, mal gucken. Blaues Feuer. Das hört sich interessant an. Sollt ihr euch gar nicht anheben. Und muss dann eben schnell genug durch. Das ist aber immer noch ziemlich knapp. Ja gut, oder ich mach's halt so, dass ich währenddessen durchlaufe. Das ist geschickter. Das ist auch gedacht, glaube ich. Okay. So, hier ist eine Fackel. Die Frage ist, muss ich da jetzt blaues Feuer eventuell hinbringen? Da oben ist blaues Feuer. Das ist auch ziemlich cool. Nicht das erste Mal, dass man blaues Feuer sieht in einem Zelda-Spiel. Gab's auch schon häufiger mal. Und hier muss ich mir so eine Art Treppe bauen. Aha. Das ist ziemlich cool. Der ist auch wieder übrigens... Der ist ziemlich groß, der Schrein. Das ist echt cool. Also hier am Todesberg packen die jetzt voll die langen Schreine aus. Aber das gefällt mir. Hier ist eine Treppe ins Nichts. Ich will mir erstmal wieder alles angucken, bevor ich irgendwas mache. Und da hinten habe ich dann ein bisschen Wasser. Sehr interessant. Okay. Ich will mal kurz jetzt sogar mal was versuchen. Und zwar, wenn ich da jetzt nämlich normales Feuer einfach reinpacke. Das wird es nämlich wahrscheinlich nicht gehen, behaupte ich mal. Oder vielleicht geht's schon, aber die Tür wird sich nicht öffnen. Ah ne, ich kann die sogar gar nicht entzünden. Okay. Also ich brauche wirklich blaues Feuer. Das ist auch ganz schön, weil das halt ansonsten an diesen Feuerschreinen ein bisschen schade, sag ich mal, dass man die Rätsel halt auch völlig zerstören kann, indem man einfach seine eigenen Feuerwaffen nimmt. Weil ich meine, die Schreine sind eben immer so aufgebaut, dass man die ganzen Feuerrätsel... Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen rüber. Dass man die ganzen Feuerrätsel auch dann lösen kann, wenn man gerade keine Feuersachen dabei hat. Das finde ich auch halt auch sehr schön. Aber trotzdem kann man sich eben diese ganzen Feuerrätsel sehr stark vereinfachen, indem man eben seine Feuerwaffen benutzt. Was ich an die mache, weil ich die Schreine schon immer cool spielen will und auch so, wie sie gedacht sind. Aber hier geht das wirklich nicht, weil man eben das blaue Feuer braucht. Zwingend. Und das ist echt cool. So, hier finden wir einen Königsbogen nochmal mit der Haltbarkeit. Okay, dann werfe ich halt wieder meinen alten weg. Den habe ich jetzt auch immerhin schon ein paar Mal wieder benutzt, immerhin. Das war aber auch der mit Haltbarkeit, ne? Was ist da jetzt besser? Ich meine, den habe ich jetzt ein paar Mal benutzt schon. Und den glaube ich noch gar nicht so wirklich. Aber dafür hat der wiederum keine Haltbarkeit. Aber ich glaube sogar, dass Haltbarkeit schon einen relativ großen Unterschied macht. Deswegen, ich werfe dann den hier weg ohne Haltbarkeit. Und immer wieder den mit, der schon Haltbarkeit hat. Okay. So, jetzt dann wieder rüber. Mach mal ein bisschen nach vorne. Das dürfte eigentlich schon reichen, weil da komme ich glaube ich hin. Ja, und ich komme auch hier rüber. Okay. Und hier ist auch eine Fackel gleich. Gut, aber ich will vorher noch kurz ein bisschen was hier präparieren. Und zwar hier mir eine schöne Treppe nach unten bauen. Ja, das ist echt cool. Das würde ich mir wünschen, dass sie das ab jetzt in jedem oder zumindest in den meisten Feuerschreinen so machen. Dass man eben blaues Feuer speziell braucht, mit dem man dann die Rätsel lösen muss. Und nicht nur normales Feuer, weil normales Feuer, das ist eben langweilig, weil man halt da sich auch total durchcheaten kann und die Schreine ganz anders machen kann, als es eigentlich gewollt ist, weil man halt seine eigenen Feuerwaffen benutzen kann. Aber mit blauem Feuer geht es eben nicht und das ist sehr schön, finde ich. Okay, das ist echt cool. So, und jetzt muss ich hier... aufpassen, dass mein Feuer nicht ausgeht. Aber ist ja eigentlich ziemlich einfach. Ja gut, es geht so. Hier wird es schwieriger. Ach, das Wasser kann mich auch nach unten schieben. Ja, das wusste ich natürlich, ne? Dass das Wasser so stark ist, dass es Link gleich nach unten schieben kann. Das habe ich jetzt nicht ganz erwartet, ehrlich gesagt. Weil das sieht mir nicht so aus, als würde es dann mit einer wirklich starken Strömung rauskommen. Oder mit einem starken Druck. Kann es mich wirklich so schnell schieben? Ja, irgendwie nicht, ne? Nur wenn ich hier am Rand stehe, oder wie? Ja. Okay. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich habe schon eine Idee, wie ich das machen will. Das ist auch ziemlich cool. Achso, ich muss mir die Fackel nochmal neu holen. Ist die Fackel wieder da? Ich hoffe doch. Aber ich habe schon eine Idee, wie das funktionieren könnte. Auf jeden Fall. Ich meine, ich könnte es auch wieder anders machen. Ich könnte auch versuchen, ja, obwohl, warte mal, geht es denn mit Pfeilen überhaupt? Ja, es geht auch, okay. Ah, die Fackel ist sogar weg. Das ist ja doof. Ist sie echt weg? Okay. Dann muss ich sogar irgendwas anderes... Ah, stimmt, ich muss ja... Ja, das war natürlich geschickt. Einfach nach unten so laufen, das wollte ich jetzt eher weniger. Ich muss ja gar nicht mehr nach oben, ich habe ja da unten auch schon das blaue Feuer. Ja. So. Habe ich dann irgendeine andere Holzwaffe eigentlich noch? Ich glaube, ich habe gar keine... Ah, nee, ich habe die Fackel einfach noch im Inventar. Okay, gut, alles da, dann passt doch. So, meine Idee ist, um das jetzt dann gleich zu lösen, weil ich bin ja hier... Die Fackel ist ein bisschen zu weit oben. Aber wir können uns ja ein bisschen kleiner machen. Und da können wir jetzt durchpassen. Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber es ist eine Lösung, die funktioniert. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Jetzt ist da hinten eine Fackel aufgetaucht. Okay, das muss ich jetzt auf jeden Fall mit Pfeilen machen. Fahr mal weg. Weil das geht ja eigentlich nicht anders, oder? Ich muss halt antreffen, wenn die da unten ist. Das ist, glaube ich, mit Pfeilen jetzt gedacht. So. Mhm. Das ist echt sehr cool. Das ist richtig cool. Immer nacheinander, immer weitere Fackeln anzünden. Ah, das Wasser ist übrigens auch weg. Immer weitere Fackeln anzünden. Und dann dafür sorgen, dass immer weitere Mechanismen aktiviert werden, um dann eben hier weiter voranzukommen. Das ist ein richtig cooler Schrein. Also bisher sind die Schreine hier auf dem Todesberg echt top, muss ich echt sagen. So, was macht der Schalter? Oh Gott! Hilfe! 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 Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Okay, die hätte ich natürlich auch bewegen können, weil die war ja auch aus Metall. Eventuell hätte ich sie sogar gebraucht für irgendwas. Kommt die wieder? Nee, es gab offenbar nur die eine. Hm. Die hätte ich zum Beispiel benutzen können, um die Gegner leicht zu killen. Oder die Gegner leicht zu killen. aber dann machen wir das halt einfach so. Das sind ja eh keine starken Gegner. So, hier Königsschwert. Ja gut, vier von denen können... warte mal, was können die jetzt überhaupt für Attacken? Ja, die können Laserstrahl schießen. Okay. Können die sonst noch irgendwas anderes? Nee, offenbar nur Laserstrahlen. Weil die haben ja auch gar keine Waffen dabei. Die anderen Nanowächter haben ja auch häufig irgendwie halt Schwerter oder sowas dabei. Aber die können nur Laserstrahlen schießen. Okay, also, ja, keine wirklich große Gefahr auf jeden Fall. Aber trotzdem hier so ein kleiner Kampfraum quasi mit auf Truhen als Belohnung. Und natürlich antiken Zeug. Das ist doch echt schön, würde ich sagen. So, was finden wir denn da? Einen antiken Riesenkern. Mhm, die sind ziemlich selten. Deswegen den nehme ich gerne mit. Und hier. Ein Feuergroßschwert mit 52 Stärke. Also Angriffskraft plus 18. Ja, das ist jetzt natürlich doof, weil das wird mir eben halt hier die ganze Zeit am Todesberg nicht arg viel bringen, aber halt dann für später wird das sehr nützlich werden. Und die Frage ist, soll ich das jetzt mitnehmen und eine meiner anderen Waffen hergeben? Ja, ich habe noch schlechtere. Ich habe noch den Trio Excalibur, der sogar schlechter ist tatsächlich, als meine anderen Waffen, würde ich eigentlich sagen, mit 36, obwohl 36 auch sehr viel ist eigentlich, ne? Meteorstab würde ich eigentlich auch behalten, weil der auch recht gut ist, auch wenn er aktuell gerade nicht gut ist, aber er wird später dann noch sehr gut werden, ne? Vor allem, wenn wir nochmal in ein Eisgebiet kommen. Ich weiß nicht, ob es nochmal eins gibt, keine Ahnung. Aber ich werf mal dann den hier weg, das passt schon. Und nimm mal dann das Feuergroßschwert hier mit. Vor allem, weil es ja eben auch Angriffskraft, was auch nochmal plus 18 hat. Und das ist schon sehr, sehr viel. Deswegen, ich nehme es dann schon mit. Okay, hier ist übrigens das Gitter zu. Das sehe ich jetzt erst. Weil da hinten sind nämlich weitere Fackeln. Okay. Und hier übrigens auch. Okay. Ich muss noch ein bisschen mehr Fackellauf-Action machen. Aber ist okay. Da hinten ist ja immerhin auch ein. Es ist ganz gut, dass hier ein Aufzug ist. Und ich mir dann leicht die Fackel oder halt das blaue Feuer wiederholen kann. So. Kommst du ja nach oben? Mhm. Haben wir eigentlich schon alle Truhen jetzt? Ne, es fehlen immer noch welche. Okay. So. Also wie gesagt, das ist auch echt ein ziemlich langer Schrein. Und auch ein ziemlich großer Raum hier. Deswegen, der ist auch richtig, richtig cool. War da auch eine? Ne, das war eine Truhe. Eventuell öffnet die Fackel einfach das Gitter für mich. Ja, okay. Ich habe jetzt erst noch gedacht, ich müsste irgendwie mit Pfeilen wieder durchschießen oder so. Aber nee, das ist natürlich dann so einfacher. Da kommt aber gleich Wasser raus, oder? Ja, kommt es. Okay. Das ist auch wieder interessant. Wie könnte man jetzt das am besten lösen? Weil das geht ja relativ schnell aus. Und ich bin da nicht schnell genug. Nee, bin ich nicht. Okay, ich muss irgendwas anderes einfallen lassen. Wenn ich drauf schieße, bringt es mir aber halt auch nicht viel, ne? Kann ich dann eigentlich die irgendwie anhalten? Achso, das ist der Trick. Okay. Dann halte ich zuerst dich an. Mhm. Ich kann ja nicht zwei Sachen anhalten, nur eines immer. Aber das reicht dann aus. Dann mache ich die zuerst und dann die. Richtig, richtig coole Rätsel hier, wirklich. Also das ist ein Top-Schrein, auch finde ich. So, das geht noch weiter, es kommt noch mehr. Bleibt eigentlich das Gitter offen, obwohl die Fackeln... Achso, okay, die Dinger sind einfach auch, hören komplett auf, damit die Fackeln auch anbleiben. Okay, alles klar. Ja, das ist noch eine weitere, ich hole mir am besten gleich wieder das nächste Feuer. Mhm. Also hier haben sie wirklich einiges einfallen lassen, um eben das Feuer dann wirklich bis ganz ans Ende bringen zu müssen. Und währenddessen gibt es aber tausende Hindernisse, denen man ausweichen muss, wie auch hier wieder. Und das ist echt cool. So, wie ist das jetzt gedacht? Ich kann die anhalten, ich kann auch das Wasserding anhalten. Das Problem ist natürlich, dass ich da gar nicht unbedingt... Was ist das da unten? Gar nicht unbedingt weit genug springen kann. Sind das Luftstromdinger? Aber irgendwie kommt da ja kein Luftstrom raus, ne? Kann ich da eine Bombe draufwerfen? Warte mal. Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Verdammt.
Kommt hier ein Luftstrom? Ja, ich meine, da unten ist ein Ventilator. Aber irgendwie ist der nicht aktiv. Wie kann ich denn den aktivieren? Okay, wahrscheinlich ist es so, dass ich... Ich muss, glaube ich, kurz nach unten. Ich glaube, ich bin hier gefangen, ne? Ich könnte zum Anfang zurück, aber ich will den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt in die Lava springe, dass ich dann wieder oben zurückgesetzt werde und nicht hier auf den Ventilator-Dingern. Und? Ernsthaft, Spiel? Ernsthaft? Ich muss den Weg nochmal zurücklaufen? Oh Mann, okay. Wahrscheinlich ist es eben einfach so, dass halt, diese Ventilator-Dinger genau dann angehen, wenn ich halt, das blaue Feuer darüber bringe. Und wahrscheinlich muss ich halt eben, ich glaube, es ist so gedacht, dass ich halt einfach einen Pfeil durchschießen muss. Und zwar eben genau dann, wenn die beiden Fackeln in einer Linie stehen und ich eben beide zugleich treffen kann. Weil nur dann kann ich nämlich auch dafür sorgen, dass die nicht wieder ausgehen werden. Weil das Problem ist ja, dass diese beiden Fackeln da ständig sich von links nach rechts bewegen und auch von rechts nach links. Und dass da eben die ganze Zeit das Wasser im Weg ist und das wieder ausmacht eventuell. Deswegen muss ich es schaffen, beide zugleich zu treffen und zwar auch dann, wenn sie beide in der Mitte sind. Und ich glaube, so ist es gewollt. Okay, ich wollte halt jetzt trotzdem, meine Neugier hat wieder gesiegt. Ich wollte wissen, was da unten ist und wurde dann dafür bestraft. Aber na gut. So. Und... Oh yeah. Genau, sie halten an und wir kriegen den Luftstrom und können hier leicht rüber. Und es kommt sogar nochmal ein Rätsel. Wo ist denn eigentlich das Ziel? Da hinten dann, ne? Das könnte jetzt aber das letzte Rätsel sein, aber so viele Rätsel gibt es hier. Das ist so toll einfach nur. Wirklich cool. So. Also hier will ich übrigens auch was hinbringen. Wie bringe ich denn überhaupt hier Feuer hin? Ich könnte es natürlich auch wieder mit einem Pfeil einfach machen. Aber... Ist es anders gewollt? Ne, passt schon so, oder? Ja, nicht zu nah dran stehen. Wird schon so gewollt sein, hoffe ich mal. So, zack. Okay. Ja, passt schon. Gut. Jetzt kann ich die Fackel auch anzünden. Und dann hier auf die andere Seite bringen, weil ich nämlich da hinten dann wahrscheinlich nochmal eine aktivieren muss. Und... Ja, ich will wieder mal... Okay, ich kann ja Stasis und Magnet zugleich benutzen. Das geht ja, ne? Genau. Und ich weiß schon dann, wie ich es machen will. Erstmal natürlich die anzünden. So, okay. Gut. Dann hier in die Mitte stellen, dass wir eine schöne Aussicht von hier aus quasi haben. Und alles gut im Blick haben. Gut, dann Stasis machen. Wechseln zu Magneten und schnell genug das darüber bringen. Das geht nämlich, genau. Okay. Sehr gut. So, ich selber will natürlich auch noch hinterher und natürlich auch mir die Truhe holen. So. Wahrscheinlich die letzte würde ich mal tippen für den Schrein hier. Und zwar 100 Rubine. Ist es die letzte? Ne, immer noch nicht. Habe ich irgendwo eine verpasst? Ah, ne, da ist noch eine. Okay. Ja, warte mal, ich will nach unten. So, und dich erstmal ganz rüberbringen. So. Ja, noch ein bisschen. Okay. So, dann muss ich erstmal selber rüber. Na komm. Ja genau, ich will einfach von hier aus hin. Und da hinten ist sogar nochmal eine. Und es gibt sogar noch mehr Rätsel da hinten. Wow, das ist ein super langer Schrein im Vergleich. Und hier ist ein Waldschwert mit mehr Weitwurf. Ein von den Crux hergestelltes Schwert, da es aus Holz ist, dient es in erster Linie zur Verteidigung. Außerdem lassen sich damit Ranken oder Wurzeln aus dem Weg räumen. Das will ich eigentlich mitnehmen, weil das neu ist und weil wir es noch nie hatten zuvor. Kann ich es mir erlauben, die Fackel wegzuwerfen? Eigentlich nicht, weil die brauche ich jetzt dann gleich noch ein bisschen. Ich habe ja zwei Königsschwerter, ne? Ja, ich werfe dann eins von denen weg. Ich werfe mal das hier weg. So. Obwohl das auch ein ziemlich starkes eigentlich ist. Aber na gut, passt schon. Ich hätte vielleicht das Königsschwert so hinwerfen können, dass ich es danach noch aufnehmen kann, wenn ich die Fackel nicht mehr brauche. Aber na gut, das passt schon. So. Okay, dann wieder Fackel. Deswegen wollte ich mir die eben noch aufheben. Ich könnte zwar auch mit anderen Waffen machen, mit einem Pfeil eben zum Beispiel auch. Aber ist schon so geschickter. Zünd mal die an. Kann ich die sofort töten? Kann ich. Okay. Auch ziemlich cool. Das ist echt wunderschön, was sie sich hier alles haben einfallen lassen. Nicht nur um Rätsel zu lösen, sondern auch um Gegner zu besiegen sogar. Also das ist echt so toll, einfach nur diese Ideen, die sie hier hatten. Echt richtig cool. Und hier finde ich alles mögliche. Ein Wächterschwert, Wächteraxt und auch Wächterlanze. Will ich aber eigentlich alles nicht. Fotos habe ich auch schon von all denen gemacht, ne? Lass mal kurz gucken. Na komm. Hallo? Genau. Wächterschwert kennen wir schon. Und... Ja, Axt auch schon und Lanze auch schon, okay. Ich nehme auch keine mit, weil die sind ja gar nicht mal so ultra gut. Da habe ich bessere Waffen. Deswegen, das lassen wir. So, noch eine weitere Truhe ist hier. Aber das ist jetzt die letzte. Und zwar 10 Eispfeile nochmal. Wie viel habe ich jetzt? Wie viele Eispfeile habe ich eigentlich? 89, wow. Und das war die letzte. Okay.
So, nochmal kurz zurückgehen und das Feuer noch ein bisschen weiterbringen, ne? Weil ich glaube ja, ein weiteres Rätsel kommt sogar noch, habe ich gesehen, mit ganz vielen von solchen Wasserfontänen, die da auf eine einzige Fackel zeigen, die ich jetzt dann gleich noch irgendwie anzünden muss. Wie genau? Keine Ahnung. Aber werden wir dann gleich nicht nach unten fallen. Werden wir dann gleich noch sehen. Aber ja, ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsschrein gefunden. Weil ich meine, wie gesagt, der andere hier auf dem Todesberg in Goronia eben, der hat sich ja auch schon den ersten Platz geteilt mit diesem anderen Fackelschrein da. Aber der hier ist jetzt nochmal auf Platz 1, würde ich sagen. Also im Allgemeinen die ganzen Fackelschreine, könnte man sagen, die finde ich echt cool. Und ich habe schon eine Idee, wie das hier funktionieren wird. Weil sobald ich wieder eins von den Dingern anmache, dann wird da sofort die Wasserfontäne kommen, oder? Sogar überall. Okay. Denn ich meine, eine Fackel ist ja quasi ein Schwert. Ne? Mhm. Ja! Oh yeah. Mega, mega cool. Ja, das hier ist mein neuer Lieblingsschrein. Der war richtig cool. Der war auch echt voll lange. Es gab verdammt viele verschiedene Rätsel, die man lösen musste. Und so viele verschiedene Ideen, die sich haben einfallen lassen. Eben, wie gesagt, sowohl um Rätsel zu lösen, als auch um Gegner zu besiegen. Und auf so viele unterschiedliche Art und Weise, wie sie hier das Feuer eingebracht haben. Echt richtig, richtig, richtig cool. Ein richtig toller Schrein. So, und ich nehme sehr gerne das Zeichen der Bewährung an. Und wir haben schon wieder 4 Stück. Cool. Übrigens, war eigentlich in Goronia eine Hylia-Statue? Da war keine, ne? Oder? Ich kann mich gerade auf jeden Fall nicht daran erinnern. Okay. Das heißt, ich muss mir merken, in Goronia kann man sich nicht upgraden. Das geht dann nur woanders. Okay. Aber ist auch nicht schlimm. Aber ja, wie gesagt, also das Ende jetzt von dem Part war nochmal ein richtiges Highlight, finde ich. Weil der Schrein, der war wirklich mega cool. Finde ich wirklich. Okay. So. Na, ich brenne übrigens. Oder die Fackel brennt halt. Ja, werf mal die Fackel wieder weg, die brauche ich jetzt nicht mehr. Nicht das Schwert, die Fackel will ich wegwerfen. So, tschüss. Okay. Und das Waldschwert behalte ich, wie gesagt, weil das ich zum ersten Mal bekommen habe. Und weil es dementsprechend vielleicht selten ist, so irgendwie. Oder ich weiß nicht genau, ist wahrscheinlich gar nicht selten. Keine Ahnung, aber ich nehme es mal mit. Weil kann nicht schaden. Weil ich meine, eventuell will es mal der Waffennarre irgendwann mal sehen oder so. Keine Ahnung. Ich behalte es deswegen mal. Okay. Gut, ich würde also erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal würde es dann damit weitergehen, dass wir erstmal wieder zurückfahren, natürlich. Mhm. Und dass wir dann am besten wieder sofort nach Goronia zurückgehen, nachdem jetzt auch Yunobo mittlerweile angekommen sein dürfte und schon dann die Schmerzmedizin eben übergeben kann. Und danach wollen wir halt hier noch dem Hauptweg ein bisschen weiter folgen, hier noch ein bisschen mehr erkunden und uns dann eben hier auf den Weg machen und dann hier schon in der Nähe von Varadunia, oder plötzlich Radunia, Rudania, so rum, Rudania kommen und den eventuell machen. Ich weiß noch gar nicht genau, wann ich überhaupt den Titan machen will, ob ich den schon etwas früher machen will oder zuerst, wenn ich den ganzen Todesberg erkundet habe oder halt ganz Eldin hier. Also wann ich den mache, ob früh oder spät, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann noch sehen. Aber wenn wir dann schon noch alles halt bemerken, früher oder später werde ich ihn schon machen, keine Sorge. Okay, auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.